Guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Informationsabend hier in Delitzsch. Ich bin schon eine ganze Weile bei der AfD dabei und ich bin schwer beeindruckt, dass wir heute hier wahrscheinlich das erste Mal so eine riesige Veranstaltung in Nordsachsen auf die Beine gestellt haben. Da möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Mut gefunden haben, hierher zu kommen. Denn es ist ja heutzutage nicht so selbstverständlich, auf eine AfD-Veranstaltung zu gehen, ohne hinterher von irgendjemandem geächtet zu werden. Ich begrüße als allererstes unsere Bundesvorsitzende, die Frau Dr. Petri und Fraktionsvorsitzende der Sächsischen Landtagsfraktion. Dann Herrn Markus Prezell, Vorsitzender in NRW und Mitglied des Europäischen Parlaments. Und auch unsere Gäste aus Sachsen-Anhalt, aus der frisch gewählten Fraktion im Sachsen-Anhalt. Das ist einmal der Herr Lischke, einmal die Frau Funke, genau so ist es, und einmal der Herr Loth. Wenn ihr mal kurz aufstehen könntet, damit die anderen sehen können, unsere frisch gebackenen. Gut, dann will ich Sie gar nicht lange langweilen und den Herrn Prezell auf die Bühne bitten. Wir haben zwei Vorträge, einmal der Herr Prezell zum Waffenrecht, einmal die Frau Petri zum Bargeld. Sie werden die Vorträge nacheinander halten. Schreiben Sie sich bitte die Fragen auf, die Sie haben, damit wir da hinten dran eine regelhafte Diskussion haben. Und wenn Sie nachher gehen sollten, bitte da draußen so viel Prospektmaterial mitnehmen, wie Sie können. Es liegen auch Listen aus. Wir brauchen Ihre Unterstützung hier in Nordsachsen beim Verteilen der Werbematerialien. Lassen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer da, damit der Kreisverband sich an Sie wenden kann. Denn das Allerwichtigste für uns, für die AfD, ist, dass wir die Informationen, die wir haben, breit tragen. Und das passiert leider Gottes in dem Umfang noch nicht in den Medien, also müssen wir es selber machen. Und da wir noch nicht so viel Geld haben, wie wir brauchen, brauchen wir Ihre Unterstützung, um das breit zu tragen. Es ist da vorne auch eine Unterschriftenliste zu unserem Antrag, dass in Schulen und Turnhallen keine Asylbewerber untergebracht werden dürfen, es sei denn, der Notstand ist ausgerufen. Deshalb bitte ich auch dort nochmal nachzuschauen nachher und eine Liste mitzunehmen, die auszufüllen und an uns zurückzuschicken. So, das war's. Lieber Herr Prezell, bitteschön. Ich weiß. Ja, meine Damen und Herren, Uwe, du hast ja schon alle begrüßt. Zu ergänzen ist noch die Presse. Wir haben heute eine ganze Menge auch internationale Gäste da. Wir haben hier vom Schweizer Rundfunk Herrn Vogel mit seinem Team da, der morgen Frauke Petri begleiten wird auf eine Veranstaltung nach Interlaken in die Schweiz. Wir haben Herrn Mini vom New Yorker da, Herrn Gerwin vom Stern und besonders lieb ist uns selbstverständlich unsere Frau Ammann vom Spiegel, weit bekannt in der AfD dafür, dass sie vertrauliche Gespräche gerne vertraulich behandelt und ganz besonders dafür, dass sie innerhalb der Partei auch gerne mal private Ratschläge zu Frauke Petri und mir verteilt. Frau Ammann ist der Meinung, wir sollten uns dringend mal trennen. Das wird nichts. Müssen Sie erst mal warten. Aber trotzdem schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich noch, am 11. September 2001 flogen zwei Flugzeuge drüben über dem Atlantik in einen Hochhauskomplex. Und dann, das mit der Technik funktioniert übrigens gar nicht so gut. Das liegt jetzt auch nicht an mir, glaube ich. Und danach war man sich relativ schnell einig, wir brauchen mehr Sicherheit. Und wie stellt man mehr Sicherheit her, wenn in Amerika zwei Flugzeuge in zwei Wolkenkratzer fliegen? Man kümmert sich darum, die Bürgerrechte in Europa, insbesondere in Deutschland, einzuschränken. Sie erinnern sich vielleicht noch, gläserne Konten, Fluggastdatenaustausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Vorratsdatenspeicherung, all solche Dinge. Folterungen auch in Europa mit Wissen, zumindest einiger europäischer Regierungen, bei allen ist das nicht klar. Und weil wir schließlich die totale Sicherheit brauchten, brauchten wir NSA im eigenen Land.
Weil wir damit mehr Sicherheit bekommen, meine Damen und Herren. Unser aller Bürgerrechte hat man eingeschränkt, um dafür zu sorgen, Terroristen zu bekämpfen. Und das Erstaunliche, das finden wir gut, als Partei, die für die Familien ist, gut, dass auch Familien mit Kindern unsere Veranstaltung besuchen, besonders wenn das der sächsische Generalsekretär ist. Also das, was Sie gerade gehört haben, war seine Tochter. Er hat ein bisschen kräftigere Stimme. Meine Damen und Herren, die Politik schreit nach Einschränkung von Bürgerrechten, um Terroristen zu bekämpfen, von denen sie, wenn man dann die Personen kennt und nachvollzieht, die Historie, weiß, dass sie meistens schon unter Beobachtung standen, dass sie als Gefährder bekannt waren, bevor sie zu Terroristen wurden. Mit anderen Worten, eine Generalüberwachung für uns alle, ein Generalverdacht für uns alle, um diejenigen, von denen man in den meisten Fällen ohnehin um ihre Gefährlichkeit schon weiß, zu bekämpfen. Nicht sensibel, aber das ist der Weg, den die Politik immer wählt. Und so hat man... So, jetzt das mit dem Stottern besser. Und so hat man nach den Anschlägen von Paris messerscharf geschlossen, wir brauchen dringend ein schärferes Waffenrecht in der Europäischen Union. Und das leuchtet ja auch unmittelbar ein. Denn wenn Menschen in Frankreich mit Kriegswaffen, mit militärischen Kalaschnikow in der Europäischen Union verboten sind, in Paris über 100 Menschen erschießen, dann hilft es bestimmt, wenn wir in Zukunft andere kontrollieren. Meine Damen und Herren, vorgesehen ist Folgendes. Medizinische Untersuchungen, eine Begrenzung auf 5 Jahre, das ist wirklich sehr anstrengend. Kann man da vielleicht irgendwas an der Technik machen? Oder ist das einfach so? Ihr arbeitet dran. Gut, das, danke. Der Verbot von Anscheinswaffen, also Waffen, die aussehen wie Kriegs, ohne welche zu sein. Meine Damen und Herren, wir bekämpfen Waffen, wir verbieten Waffen, die ehrlich aussehen, Anschläge wie in Paris zu verhindern. Die Registrierung von Gaswaffen, ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, der dort auf uns zukommt. Schärfung im Bereich des Handels mit. In Deutschland gibt es ungefähr 30 Millionen Waffen. 10 Millionen davon sind legal, 20 Millionen davon sind illegal. Das heißt ungefähr doppelt so viele illegale wie legal. Wenn Sie sich dann die Statistiken ansehen, mit welchen Waffen in der Regel kriminelle Akte ausgeführt werden. Morde, Banküberfälle etc. Dann stellt man fest, Legalwaffen eine völlig untergeordnete Rolle spielen. Erstens, weil es billiger ist, eine Waffe zu kaufen, die nicht registriert ist. Denn eine unregistrierte Kalaschnikow können Sie auf dem Schwarzmarkt viel billiger kaufen als eine ordentlich registrierte Jagdwaffe. Und zweitens, warum sollten Sie ausgerechnet mit einer registrierten Waffe, die viel leichter nachzuvollziehen ist, ein Verbrechen begehen? Das würde voraussetzen, dass derjenige zumindest einigermaßen dämlich ist. Und das sollten wir grundsätzlich nicht tun. Wenn wir tatsächlich etwas gegen Gewalttaten mit Waffen unternehmen wollen, dann müssen wir gegen illegalen Waffenbesitz vorgehen. Aber dazu findet sich in den Vorschlägen der Europäischen Union exakt gar nichts. Gar nichts. Sie werden dort ausschließlich Vorschläge dazu finden,
wie man die Besitzer von 10 Millionen legalen Waffen in Deutschland mit bürokratischen Vorschriften weiter kontrollieren kann. Im Übrigen etwas, was sich seit vielen Jahren in Deutschland ohnehin zeigt. Die Sportschützen unter Ihnen oder auch die Jäger unter Ihnen werden wissen, was ich meine. Die Zahl der administrativen Vorschriften ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Übrigen ist gerade das Thema Anscheinswaffen, was jetzt wieder eingeführt werden soll, das heißt das Verbot von Waffen, die gefährlich aussehen, ist erst vor einigen Jahren unter der rot-grünen Regierung gekippt worden, eben weil man festgestellt hat, dass es auch etwas schwer zu definieren ist, was eigentlich aussieht wie eine Kriegswaffe und was nicht aussieht wie eine Kriegswaffe. Das ist ein typischer Fall von Aktionismus, der dem Wähler vorgaukeln soll, wir sind in der Lage, etwas zu tun. Wir sind in der Lage, Dinge wie in Paris in Zukunft zu verhindern. Aber mit den völlig falschen Maßnahmen. Vielleicht gucken wir uns mal Zahlen an, auch in anderen Ländern und Erfahrungen mit einem sehr viel liberaleren Waffenrecht. Gucken wir zum Beispiel zu unseren Nachbarn in die Schweiz. Die Schweiz hat eine deutlich höhere Schusswaffendichte in ihrer Bevölkerung als wir in Deutschland. Sehr viele Schweizer haben zu Hause ein Gewehr stehen. In den skandinavischen Staaten gilt Ähnliches, weil die Jagd dort eine ganz andere Rolle hat, als das in Deutschland der Fall ist. Nun müsste die Schweiz ein Hort von Mord sein. Nicht. Ist sie nicht, die Mordrate in der Schweiz ist nahezu auf identischem Niveau wie das in Deutschland. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die skandinavischen Staaten. Dort gibt es keine höheren Mordraten als in Deutschland. Oder gucken wir in das viel zitierte Amerika, was ja Beleg dafür sein soll, Waffen besonders gefährlich ist. Da zeigt sich aber, dass wenn Sie die Unterschiede in den einzelnen Staaten sich ansehen, und das Waffenrecht in den USA zwischen den einzelnen Staaten ist sehr unterschiedlich, dann stellen Sie fest, dass Staaten mit einem besonders liberalen Waffenrecht, mit sehr freiem Waffenbesitz, mit nicht statistisch höheren Mordraten aufweisen als Staaten mit sehr restriktiven Waffenrecht. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Was man hingegen feststellen kann, ist etwas anderes. Das ist allerdings politisch etwas unkorrekt. Es spielen dort soziokulturelle Hintergründe. Mich noch? Nee, ne? Doch, geht aber. Ich sagte gerade, es spielen soziokulturelle Hintergründe eine viel größere Rolle. Das heißt, das soziale Umfeld. Es nützt nichts, wenn Sie den Legalwaffenbesitz in einer Stadt bieten, dort aber Bandenkriminalität mit illegalen Waffen trotzdem ihre Umtriebe feiert. Und das ist genau das, was Sie in den USA erkennen können. Washington hat mit die schärfsten Waffengesetze in den ganzen USA, aber mit Abstand die höchste Schusswaffenmordrate. Das heißt, die Behauptung, ein liberales, ein freies Waffenrecht führt zu mehr Morden, mehr Schusswaffenmorden, ist statistisch nicht zu belegen. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Staaten, in denen man nach der Verschärfung des Waffenrechts etwas völlig anderes festgestellt hat, nämlich den Anstieg von Mordraten. Warum? Weil sie mit einem Verbot immer nur die gesetzestreuen Bürger erreichen, die Legalwaffenbesitzer, die ohnehin unter verschärfter Beobachtung stehen. Und wenn sie die gesetzestreuen entwaffnen, dann verringern sie letztlich die Abschreckung. Das ist das, was danach passiert.
Die Zahl der gewalttätigen Einbrüche, Überfälle mit Waffen etc. steigt häufig an. Das ist die Erfahrung, die man in ganz vielen Ländern dieser Erde nach deutlicher Verschärfung von Waffenrecht gemacht hat. Und meine Damen und Herren, das, was die Europäische Union an dieser Stelle vorhat, im Übrigen getrieben aus Großbritannien, das bereits ein sehr scharfes Waffenrecht hat, ist eben, wie ich schon sagte, der Versuch einer Beruhigungspille für diese Bevölkerung. Weil man nämlich verbergen möchte, dass man letztlich keinen Plan hat. Das zeigt doch völlig deutlich auch das, was jetzt wieder in Brüssel passiert ist. Die beiden Terroranschläge, die dort stattgefunden haben. Meine Damen und Herren, die Bevölkerung erwartet politische Maßnahmen, ja. Aber die muss sich gegen Terroristen richten. Und die darf sich nicht gegen Bürgerrechte richten. Und am Ende ist auch der freie Waffenbesitz etwas, was zum freien Bürgersein dazugehört. Das ist zumindest meine persönliche Überzeugung. Und ich bin persönlich ein großer Anhänger eines sehr viel freieren Waffenrechts, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man an der Frage, wie liberal ein Waffenrecht in einem Land ist, eine Menge davon ablesen kann, wie frei eine Gesellschaft und wie reif eine Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft durchaus reif genug ist, mit Waffen vernünftig umzugehen. Das gilt für die allermeisten. Und ich glaube, dass unsere aktuellen Gesetze durchaus ausreichen, vernünftig auch zu kanalisieren und dafür zu sorgen, dass eben keine Wahnsinnigen in den Besitz von Waffen gelangen. Und deshalb hat sich die AfD dieses Themas angenommen. Wir haben das inzwischen in vielfältiger Weise auch im Wahlkampf aufgenommen, weil wir glauben, dass es sich um ein Symptom handelt. Ein Symptom, das zeigt, wie Politik in diesem Land in den letzten Jahren funktioniert, eben vor allem gestützt auf Verbote. Wir wollen diese Verbote eben weder im Bereich der Waffen weiter verschärfen. Passt ja auch das Thema Bargeld genau auch dazu, weil es eben in diesen Reigen von Freiheit und Bürgerrechten hineingehört. Und die AfD begreift sich als eine Partei der Bürgerrechte, eine freiheitliche Partei, die interessiert daran ist, dass diese Gesellschaft sich die Freiheiten bewahrt, die wir uns mal erkämpft haben und die wir zu verlieren drohen, ohne es zu merken, über einen Überbau in der Europäischen Union, wo gerade die deutsche Bundesregierung zwar einerseits im Europäischen Rat diese Entwicklungen fleißig mit befördert, häufig mit anschiebt, um dann aber nach Brüssel zu zeigen und den schwarzen Peter auf die Europäische Kommission abzuwälzen. Nur, meine Damen und Herren, das müssen Sie bitte immer wissen. Die Europäische Kommission agiert ganz, ganz selten alleine und aus sich heraus. Sie agiert immer unter Rücksprache mit den nationalen Regierungen im Europäischen Rat. Lassen Sie sich also bitte nicht erklären, dass diese Ideen aus Brüssel stammen. Sie stammen immer aus London, aus Paris und viel zu häufig auch aus Berlin.